Weiß natürlich jetzt nicht, was die machen. Die wollen mich wahrscheinlich gleich loswerden oder was. Keine Ahnung. Ich kann auch einfach ohne die rennen. Hat jetzt ein bisschen Eskorte. Jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte gucken. Dieses Keep da drüben gehört uns auch noch. Da laufe ich jetzt mal hin. Aber nicht über die Brücke, weil eine Brücke ist immer... Da lauern dann die meisten Schleicher. Ist auch irgendwie naheliegend. Muss man jetzt gar nicht so groß taktisch analysieren, warum das so sein könnte. Es ist einfach naheliegend. Ach, schau mal an, da ist doch einer am... Und das Tor ist auch schon ein bisschen auf. Das ist nicht so gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich... Ich versuch's mal. Ich renn mal raus und versuch den zu metzen. So. Gemetzt. Hahaha. Oh, 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 oh. Und ich war schnell genug, um noch den Pfeil... Mein Metz wird bei dem wahrscheinlich auch nicht allzu lange halten, aber... Ja, da ist er schon vorbei. Aber das hat 7 Punkte gegeben. Das ist, glaube ich, die Gruppe von gerade. Die haben jetzt hier mitbekommen. Irgendeiner hat im Chat Bescheid gesagt, da ist einer. Dementsprechend werden dann die Gegner sofort gekillt. Also das ist hier so eine Ramme, die gehört jetzt den Feinden, deswegen kann ich damit auch gar nichts machen. Aber wenn ich jetzt ein Feind wäre, sag ich mal so, dann könnte ich... Sind das da Gegner? Das sind Gegner. Ich mag ja sonst nicht allzu viel Nütze sein, aber so ein... Metz mal überall drauf klatschen. Ein bisschen gut verteilen. Oh, jetzt hau ich aber lieber ab, weil sobald die mich hier erkennen als Gegner, bin ich natürlich Opfer, weil erstens allein und zweitens Level low. Aber egal, keine Angst. Ach, Mist. Ist er mir aus der Range gelaufen? Kann ich hier irgendwen heilen? Wahrscheinlich nicht, da die alle in der Gruppe sind, werden die natürlich gute Heilung haben. Ja, gut. Also ich trage meinen Teil dazu bei hier. Ganz klarer Fall. Ich bin hier ganz tief eingebunden in unser RVR, jawohl. Die Bären ja ohne mich, die hätten schon verloren. Und dann gibt's noch mal Punkte, weil wir den Turm verteidigt haben. 172, ich muss mal gucken, weil das ist ja, ne, wenn man insgesamt nur, wie viele Punkte habe ich eigentlich? Gibt ja logischerweise in den, niedrigen... Reichslevel. Ach, da oben. Was gucke ich denn da unten? In den niedrigen Leveln gibt es natürlich auch noch nicht so viele Reichspunkte. Das heißt, die ganze Aktion, die wir bis hierher in den Battlegrounds gemacht haben, die haben gerade mal 999 minus was auch immer hier gegeben. Und die haben jetzt gerade noch mal quasi 150 Punkte dazu. Das ist schon Brocken. Aber gut, wie gesagt, also ich glaube, um Reichsrang 12 oder was zu werden, dann braucht man auch wirklich 30 Millionen oder was weiß ich. Das heißt, da sind 150, sind mal ein feuchter Furz. Gut, ja, nachdem das alles so erfolgreich war, gehe ich, glaube ich, noch eine Runde sterben irgendwo. Wo wäre es denn schön? Da brennt ein Turm. Ja, vielleicht gehen wir doch einfach mal gucken, da wo Türme brennen. Das heißt, ich laufe hier im Süden runter und, naja, ich habe keine Ahnung. Das wird ein Tonkommando, wollte ich gerade sagen. Das war doch der, den ich gerade noch versucht habe zu metzen. Der entkommen ist. Einen resistet und dann außer Range. Ja gut, so ist das halt. Fairness ist ein Geben und Nehmen im RVR.
Man kann nicht immer nur gewinnen. Also man kann schon, ne? Man muss es nur halt können. Und ich offensichtlich nicht, also zumindest nicht mit 29 und nein, auch später nicht. Aber das soll es jetzt auch mal gewesen sein. Ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen von den Teilen von Dark Age of Camelot gesehen, die ihr bisher noch nicht so gesehen habt. Ihr habt ein bisschen das PvE-Gebiet kennengelernt, zumindest das Ursprungsgebiet. Jetzt ohne die ganzen Erweiterungen, die haben wir ja jetzt gar nicht betrachtet. Wir haben auch noch keine Dungeons gesehen. Das ist eigentlich eine Schande. Also zumindest Darkness Falls muss man mal gesehen haben. Da müssen wir mal rein. Ich glaube, das werden wir auch bald mal machen. Ihr habt jetzt auch den Drachen gesehen. Ihr habt jetzt die Hauptstadt gesehen. Und ihr habt mal das große RVR gesehen. Wo man selbst mit Level 29 seinen kleinen Beitrag leisten kann. Bescheidenerweise. Und vielleicht mit dem Baden auch einfacher. Also eine Bade ist ja sowieso ein ganz interessante Figur, finde ich. Im PvE so ziemlich der langweiligste Char, den es gibt, weil eigentlich stickt man nur in irgendein Gruppenmitglied, ne, macht seine Songs an hier. Gut, normalerweise beim Level Speed braucht man da nicht, aber den Mana-Song macht man an Ausdauer, dann können die Tanks endlos mit dem Schwert draufhauen. Die Caster können sich die Finger wund casten. Und außer, dass man vielleicht ab und zu mal einen Heil schmeißt, wenn man nicht zufällig sowieso einen Druiden in der Gruppe hat, hat man halt nichts zu tun. Ganz anders im RVR, wo man wirklich, zumindest in Hibernia ist man damit eine der wichtigsten Figuren in jeder Gruppe, die ins RVR gehen will. Man hat halt den besten Speed, den es gibt. Man hat als einziger die Ausdauer, die man braucht. Aber am allerwichtigsten ist halt Metz. Metz und Wut, also Crowd Control, ist wirklich extrem wichtig. Und das hat der Bade halt in Hibernia am meisten und am besten. Und aus diesen Gründen ist man auch meistens derjenige, der dann vorne weggeht. Die anderen hinten dran. Es muss halt immer einer sagen, wo es lang geht. Und in Hibernia ist das in aller Regel der Bade, damit der, wenn er die Gegner sieht, auch zum einen entscheiden kann, greifen wir die jetzt an, ist das eine Situation, wo ich irgendwie meine Fähigkeiten vorteilhaft einsetzen kann, um uns in eine positive Situation zu bringen, oder ist das jetzt doch nicht so gut und sollte man lieber abdrehen. Ist schon ganz günstig, wenn der mit dem Metz und dem Speed das macht. Und man muss natürlich auch, ja, man muss auch wirklich dann den First Metz rauskriegen, und das kann man besser, wenn man vorne steht. Wobei das im großen RVR, Level 50er RVR hier, vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, weil gerade bei den guten Gruppen mit den Leuten in hohen Reißrang, guter Ausrüstung, die haben auch oft genügend Fähigkeiten, um mal so ein Metz einfach zu, ja, ich sag mal, absorbieren. Jetzt nicht direkt absorbieren, sondern da hat man Fähigkeiten, die vielleicht ein Metz zurückwerfen, dass der nicht wirkt. Da gibt es solche Artefakte mit solchen Effekten. Man hat natürlich die Reißfähigkeit Purge. Die werden wir uns auch kaufen, wenn wir dafür genügend Punkte haben. Das ist eine Fähigkeit auf dem Timer, mit der man instant alle negativen Effekte, an denen man leidet, loswerden kann. Und ich glaube, auf der höchsten Stufe kann man das dann nachher alle, weiß ich nicht, 5 Minuten oder sowas machen. Das heißt, man wird gemetzt, geroutet, was auch immer, drückt einfach Purge und schon ist man wieder frei und hat auch gleich eine Minute Immunität. Und ja gut, der Bade kann natürlich auch die Metz, also wenn der Bade aufpasst, selber nicht gemetzt wird, dann kann er die Gruppenmitglieder entmetzen, die Tanks, der Hero hat Fähigkeiten, um gemetzte Gruppenmitglieder zu demetzen. Es gibt also reichlich Counter für die ganze Crowd Control, die das Spiel hat. Die sind dann in der Regel in den BGs sind die noch gar nicht so verfügbar, weshalb da die Crowd Control zum Teil wirklich sogar etwas stärker ist als im Endspiel, obwohl im Endspiel die Metze theoretisch alle noch länger dauern. Also meiner hier hat eine Dauer von 28 Sekunden. Ich glaube, der rote AE-Metz, den man nachher kriegt, der hat, ich weiß nicht, eine Minute irgendwas. Aber daraus werden dann dank Resis und dank anderer Sachen Reißfähigkeiten, die Metzdauer verkürzen und ähnliches.
Da wären dann oft nicht viel mehr als 10 Sekunden raus, wenn es denn halt überhaupt dazu kommt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr entscheidend, wer den ersten Metz rauskriegt. Hat schon einen, ist schon nicht nur allein psychologisch, sondern bringt halt viele Vorteile. Man kann sich leicht in eine Position bringen, wo der Gegner nichts mehr machen kann, wenn man den ersten Metz rauskriegt. Und deswegen ist der Bard im RVR halt sehr interessant, sehr fordernd. Heals muss man natürlich auch noch machen. Man hat normalerweise in der Achtergruppe hat man zwei Druiden, die sich um die Heilung kümmern, aber ein guter Gegner versucht natürlich beide Druiden auszuschalten, irgendwie, sei es durch Interrupts, sei es durch Crowd Control oder auch einfach dadurch, dass er sie killt. Da muss man als Barde halt einspringen, als Notheiler quasi. Allzu viel reißt man da nicht raus nachher. Also ich weiß nicht, was für Skillungen im Moment super ist für den Barden zu haben, aber normalerweise ist der Heilung eher so unter ferner Liefen. Ich habe meines Gefühl nach habe ich relativ viel, also ich habe hier 14 auf Heilung, das kommt mir schon relativ viel vor. Ich habe auch relativ wenig in Metz reingesteckt. Ich wollte halt unbedingt den Speed haben, deswegen, na gut. Ja, also Bade kurz gesagt, RVR hui, PvE fui. Typischer Bade im PvE, ne, Stick, Song an, AFK, ich bin da mal, weiß ich nicht, Zeitung lesen, Blumen gießen, Badewanne, keine Ahnung. Komm dann zurück, wenn ihr fertig seid. Sonst habe ich nichts zu tun. Ja gut, so sind die Chars halt verschieden. Da ist ein Druid, also das ist der Heiler schlechthin. Ein Champion, ein Tank. Noch ein Druide. Noch ein Druide. Also ich picke gerade relativ zielsicher die Druiden raus. Dabei will ich das gar nicht. Das sieht doch aus wie Blade Master. Ich hätte fast gedacht Bade, aber. Gut. Ja, dann fällt mir gerade auch gar nichts mehr ein. Dann soll es das jetzt gewesen sein. Ich glaube, wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir weiter durch Bremer. Da müssen wir, glaube ich, noch ein, zwei Runden machen, bis wir Level 30 sind. Da können wir dann im darauf folgenden BG müssen wir noch mal, glaube ich, 5 Level machen. Danach kommen wir in Mollweg. Mollweg ist dann wieder sehr viel RVR. Da werden wir wahrscheinlich wieder XP off machen, wenn wir dann Level 39 sind. Und dann wieder eine Weile in Mollweg verbringen, so wie wir das vorher mit Tigranki gemacht haben. Weil sich das da einfach lohnt, weil das, ja, RVR ist halt das, was Spaß macht. Da kann man es schon mal ein bisschen antesten, genauso wie Tigranki. Und vor allem die Punkte. Wenn man dann aus Mollweg rausgeht, ist man, ich weiß nicht, 2L9, 3L0, irgendwas im Dreh rum kann man werden. Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und mit den folgenden BGs, die es gibt, dass man dann auf Reichsrang wenigstens 4 oder sowas. Also wenn man mit Reichsrang 4 dann hier aufschlägt, dann hat man zumindest schon die grundlegendsten Fähigkeiten sich erobert. Ist dann nicht ganz so Frischfleisch, so wie ich das jetzt bin. Eine Reinigung, habe ich von erzählt, kann man sich dann schon leisten. Andere passive Fähigkeiten, die einen besser, stärker, schneller machen, kann man sich dann leisten. Damit man gegen die Reichsrang 12, 13 plus Gruppen nicht ganz so alt aussieht. Wobei man wird es trotzdem und. Aber es hängt halt viel auch einfach so vom individuellen Spielvermögen ab, von dem wir ja nicht ganz so viel haben. Deswegen wird das bestimmt lustig, wenn und falls wir mal im großen RVR aufschlagen werden. Aber bis dahin wird es sicherlich noch eine Zeit dauern. Und. Ich glaube, jetzt verabschiede ich mich zum dritten Mal. Macht aber nichts. Aller guten Dinge sind drei. Was ich noch sagen wollte, ist gar nichts. Und deswegen einfach Tschüss.